Big Dead Brother 9, 24. Kapitel. Clint überlegte, mit welchem Beispiel er anfinge. Sehr gut kann Erfolg beim Thema Kunst gezeigt werden. Jeder in der Runde stelle sich mal Folgendes vor. Unser Beispiel setzt übrigens eine Art von gewissenhaftem Künstler voraus, einer Sorte Künstler, die heute bedauerlicherweise nur noch selten vorkommt. Jenem Künstler nämlich, dem es tatsächlich um Kunst zu tun ist. Und weniger um das Hetzen von Event zu Event, ums reine Geld verdienen, dank der ewig gleichen Masche abspulen, ums Galerien Klinken putzen, um sich überall sehen lassen und seinen Namen ständig im Gespräch halten wollen und was dergleichen noch alles möglich ist. Lächerliches Stirnen mit Rasierklingen aufschneiden, die anachronistische Dandy-Masche abziehen, Bilder verkehrt rum aufhängen, weil sie in jeder Lage maltechnisch übelhunzig sind, oder andere Bilder zu überschmieren und was es noch alles an Verbesserungen, Verschönerungen und Aussagebekräftigungen moderner Kunst gibt. All das haben beispielsweise sieben Großmeister moderner Malkunst nicht nötig und sie überzeugen gerade dadurch umso mehr. Matthias Waske, Michael Triegel, Werner Tübke, Balthus, Paul Delvaux, H.R. Giger und Ernst Fuchs. Auch andere Malerinnen und Maler, zum Beispiel aus der neuen Leipziger Schule, wären zu nennen. Und natürlich Dali, der den echten Genie-Sonderfall neben Picasso darstellt. Man sieht, es geht auch anders. Was moderner Eventkunst größtenteils abgeht, ist die Seele. Wie sonst wäre zu erklären, dass beim Besuch eines modernen Museums, das zeitgenössische Bestände zeigt, man heutzutage ein solch gerüttelt Maß an Banalität, Langeweile, Frustration, Unberührtheit und Gähnen empfindet. Bei allem von mir Genannten gibt es, cum grano salis, Gott sei es gedankt, auch Ausnahmen. Aber dennoch gilt, weder Konzeptkunst noch Installationskunst, weder Video-, Computer- noch Medienkunst, kein Avantgarde-Happening, weder Neo-Fluxus noch pseudo-wildes Schütz-Spektakel vermögen darüber hinwegtäuschen, dass vielen Künstlerinnen und Künstlern heutigen Tags das Wichtigste abgeht, die zum Schaffen benötigte Einsamkeit. Sehr tiefe künstlerische Einsamkeit, in der der Künstler redlich strebend sich bemüht, zur Essenz der Dinge, zur tiefsten Tiefe des Seins, zum geheimnisvollen Punkt Omega vorzudringen. Dort, wo die Dinge eine ganz andere Gestalt aufweisen, als an der Oberfläche allgemein vermutet. Eine große Anzahl Künstler ist derart gewöhnlich, wie die breite Masse, in banale und alltägliche Abläufe verstrickt, worunter leider auch an erster Stelle der Kampf ums Geld verdienen steht, so dass es ihnen schwerfällt, ihr Energiereservoir, ihren Erkenntnishunger frei und offen zu halten, aufzugraben, ständig auf der Spur zu bleiben
für die geheimnisvollen Ebenen, Täler, Wälder, Gipfelpunkte der Magie, fürs Strombett der Epiphanien, für die Spuren des höheren Windes, herabstreifend aus dem Äquinox des Numinosen, des nicht mehr alltäglichen, dort, wo Engel ab und hinaufsteigen, dort, wo Fichten die letzten sichtbaren Stufen von Jakobsleitern sind, zum Irdischen hin, Streuwege der unsichtbar mystischen Füllhörner des ganz und gar anderen. Dort, nur dort, sollte der Künstler sein Herz betten. Sehr viele Menschen, darunter leider auch Künstler, haben keinen Mut, haben keine Zeit oder sehen keine Veranlassung, sich diesen existenziellen Fragen, diesen in die tiefsten Tiefen des Seins ragenden Dingen zu stellen. Dort ihre Antennen aufzurichten, nachzuforschen, zu erspüren. Fragen, die zwar nie ganz lösbar sein werden, deren Umkreisung und Annäherung allein aber befähigen würde, die Schaffensweichen hin zu echter, authentischer Kunst urbar zu machen, diese neu und ausreichend und tief zu gestalten, denn auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Lieber flüchtet man in exzessives Geld verdienen. Wozu? Das letzte Hemd hat keine Taschen. In Hip sein und selbstbetrügerische Coolness. Als solcher Art täuscht man falsches Künstlertum vor. Man flüchtet in gesellschaftlich breit anerkanntes Fahrwasser. Man schmückt mit Society-Events und den dort dargebrachten Galas und ach so wichtigen Preisen sich. Man bohrt zu Hause aber lieber weiterhin dünne und flache Bretter, die kein Atelier beheimatetes Lebewesen ernsthaft aufrütteln oder freudig berühren. Dabei stets fleißig denkend, ach Gottchen, endlich erkennen mich die anderen an, endlich habe ich es geschafft. 25. Kapitel. Clint machte noch einige andere Bemerkungen, unterbrach dann und ließ das Gesagte sich setzen. Durch Blickkontakt sah er, dass jeder im Raum bisher ihm folgen konnte. Der Hobbyphilosoph lehnte zurück und genoss einen größeren Schluck Rotwein. Mehrere andere Kandidaten trugen zwischenzeitlich ihre Ansicht zum Thema Erfolg vor. Die Runde besprach diese Ansichten kurz. Ein Konsens war dabei erkennbar. Eine neue Pause, um das Gehörte zu verarbeiten, entstand. Die Japanerin Atsuko nutzte die Gelegenheit. Als sie wollte vom Deutschen genauer wissen, worin er nun eigentlich den Unterschied zwischen künstlerischem und kommerziellem, sprich materiellen, Erfolg ansiedle. Diesen Unterschied habe der Deutsche, nach Meinung der Japanerin, bisher nur angedeutet, aber nicht klar definiert. Paul Klint überlegte kurz, füllte sein Glas nach und antwortete dann.
Den Unterschied zu beschreiben, Matsuko, ist nicht allzu schwer. Es setzt allerdings voraus, dass der Erklärende Objektivität bemüht und nicht sich selbst belügt. Gehen wir es mal so an. Künstlerischer Erfolg bedeutet, der Künstler malt ein Bild, die Künstlerin zeichnet eine Zeichnung. Beide prüfen das Endergebnis kritisch und möglichst objektiv. Falls das Resultat ihnen zusagt, sie also ihr Ausdrucksziel erreichen, dann stehen beide dazu. Beide haben aus der immateriellen Welt ein Stück Kunst in die reale Welt heimgebracht. Beide haben gleichsam positiv angedockt. Und zwar unabhängig davon, immer eigene Selbstkritik des Schaffenden vorausgesetzt, was Übelkrähen dem Künstler nachreden, nachschreiben oder Negatives unterschieben wollen. Einer der wichtigsten Dichter des 20. Jahrhunderts, Rainer Maria Rilke, führt in seinem bedeutenden Briefwerk aus, weshalb er sich bei Lebzeiten mit berufsmäßigen Kritiken seiner Werke nicht auseinandersetzt. Ja, er sogar sich zum Prinzip machte, solch Fremdkritiken, die nach Rilkes Urteil meist unzutreffend blieben, nicht einmal zu lesen. Rilkes Briefwerk gehört zu den bedeutendsten Briefen in der Geschichte der Weltliteratur. Die Gründe, die Rilke anführt, weshalb Kritiken größtenteils fehlgehen, sind gewichtig und überzeugend. Ezra Pound meinte hierzu: Traue keinem Menschen, der niemals selbst eine bedeutende Zeile geschrieben hat. Künstlerischer Erfolg bedeutet, der Musiker komponiert zum Beispiel eine Klaviersonate, die Musikerin komponiert zum Beispiel ein Gitarrenmenuett. Nach Wiederspielen derselben hören beide, die Stücke gefallen mir, unser Ausdrucksziel ist erreicht. Beide haben aus der immateriellen Welt ein Stück Kunst in die reale Welt heimgebracht. Beide haben positiv geschürft und gleichsam unvergängliche Nuggets entdeckt, in Form gegossen und der Menschheit geschenkt. Künstlerischer Erfolg bedeutet gleichfalls, die Bildhauerin, zum Beispiel Anna Mahler, herausschlägt aus Stein eine Figur, wie es vor ihr Rodin, Michelangelo, Camille Claudel taten. Sie hämmert, meißelt, feilt, schlägt ab. Zuletzt betrachtet die Künstlerin das fertige Werk. Resultat wie Ausdruck entspricht ihren Wünschen. Anna Mahler hat aus der immateriellen Welt ein Stück Kunst in das Reale hinübergerettet. Sie hat geformt, geschliffen, sie hat aus Vergänglichem ein Stück ins Unvergängliche, solange die Welt besteht, heimgebracht. Kaum beendet bzw. unterbrochen, diskutierte die Runde in kleinen Gruppen schon Klints Ausführungen. Wladimir Rorschach-Stock nahm seine schwarze Hornbrille ab, berührte mit dem Brillengestänge noch irgendeinen Gedanken nachhängend, sinnend seinen Mund. Er knapperte kurzzeitig daran,
und setzte danach die Brille wieder auf. Sogar Olgoff und Pit Bullfinger, die solch Themen normalerweise wenig abgewannen, schienen sich über das Gesagte Gedanken zu machen. Samantha und Deborah flüsterten ein paar Sätze miteinander, beide lachten kurz ihr helles Lachen. Niemand außer ihnen wusste, weshalb. Die Japanerin saß weiterhin im halben Lotussitz, scheinbar meditierend, mit geschlossenen Augen. In Wahrheit verfolgte Azuko Clints Rede mit großer Aufmerksamkeit. Unvermittelt öffnete Azuko ihre dunkelbraunen Mantelaugen, Augen, die ein klein wenig schräger zu stehen schienen als der Durchschnitt, und blickte Paul Klint daraus rätselhaft, fast einer Katze ähnlich, an. Obwohl Azuko Moyashi erst 27 Jahre alt war, wusste sie eines mit Sicherheit. Ich unterziehe meine Augen, wie so viele andere Japanerinnen, keinem operativen Eingriff, weder jetzt noch später. Ihr schwarzer Pagenkopf, Azukos bevorzugte Frisur, bildete unten mehrere lustige Fransen aus. Dadurch wurde wiederum die Schräge der Augen ein wenig verdeckt. Insgesamt kleinwüchsig, hatte die in Hongkong aufgewachsene japanische Zen-Schülerin Azuko Moyashi, deren liebstes Hobby nach wie vor das Malen und Zeichnen war, in der Vergangenheit mehrfach Guts, wie der Amerikaner sagt, also Mut und auch einiges darüber hinaus, bewiesen und vorgelebt. Indem Azuko für die Loslösung Tibets von China und für Tibets Eigenstaatlichkeit kämpft, indem Azuko den Autonomiestatus von Taiwan befördert und dafür demonstriert, indem die Japanerin das blutige Massaker an der eigenen Zivilbevölkerung und an den Studenten durch die chinesische Führung in Peking am Platz des himmlischen Friedens, Tiananmen-Platz genannt, am 4. Juni 1989 anprangert und auf das Schärfste verurteilt. Stets hatte Azuko an Erhebungen und Protestkundgebungen gegen das soeben geschilderte dreifache Unrecht vom Unrecht psychiatrischer Anstalten, Folterkammern und asiatischer Umerziehungsanstalten ganz zu schweigen, teilgenommen, was in Asien jahrelange Haft oder Schlimmeres bedeuten kann, und sich auch als Japanerin tatkräftig gegen solches Unrecht eingesetzt. Azuko blickte Paul Klint direkt in die Augen, ehe sie sprach, weil wir gerade reden über Erfolg. Bei uns in Japan, es gibt eine ganz schlimme Fehlentwicklung, die sicher auch in Europa oder speziell bei dir, Paul, in Deutschland feststellbar ist. Was ich meine? Ich meine diesen überwiegend großen Rückzug junger Leute aus Politik, aus gesellschaftlichem Engagement sowie aus menschlichem Miteinander zwischen den Generationen, sobald es nicht sein von Profit oder Honorar bestimmt. Schade sein das. Schade, nicht wahr? Bei uns es geben nur Konkurrenz, nur ausstechen und überbieten wollen und dann nur saufen gehen müssen mit Chef und Belegschaft, jedenfalls die Männer. Saufen, saufen, saufen. Schade sein das. Sehr schade. Einige in der Runde schmunzelten
weil Atsuko in jedem ihrer Sätze, der mit Schade begann, eine unvermutet emotionale, fast rührselige Betonung hineinlegt und diese in Mimik und Gestus bei ihr noch länger als erwartet mitschwingt und andauert. Bei uns in den Staaten, ups, sorry, Verzeihung, ist es fast das Gleiche, aber es gibt einen Unterschied. Nur ein Teil säuft bei uns. Der andere Teil betäubt sich mit Sport oder DVD und Fernsehkonsum. Oder wir stehen auf Feuerwaffen. Ihr Hicks, wisst schon, Peng, Puff, Peng. Feuerwasser und Feuerwaffen. So sind wir eben. Haben damals auch die Indianer gemerkt. Als ihr Skalp weg war. Ma'am, I'm so tired. Pit Bullfinger hatte seinen Zwischenruf beendet. Es war neu, dass er Deborah auf deren Schulter wie in Zeitlupe der Kopf des Amerikaners unendlich langsam sich senkte, plötzlich Ma'am nannte. Pitts Müdigkeitssieg. Crown schien nur noch halb dabei zu sein. Seine Augenlider kämpften ums Offenbleiben. Auch im deutlich alkoholisierten Zustand, den Pitt auch keinmal zu verbergen suchte, galt, irgendwie musste man dieses Riesenbaby aus der letztverbliebenen, immer noch größten Supermacht der Welt liebhaben. Trotz Pitts da auf einmal rötlich einsetzendem Nasenblut. Wo um Himmels Willen hatte er in der Welt sich eine blutende Nase geholt? Ach, gäbe es nur nicht diese vielen, vielen Ecken und Ecken. Die Engländerin tupfte dem texanischen Yankee mit einer roten Serviette schnell das Blut ab. Auf diese Art blieb das wahre Ausmaß an Blut etwas besser vor den Zuschauern in der Runde verborgen. Schließlich schob Deborah die Serviette in eine leere Snackdose und sprach: Pitt, er schläft auf meiner Schulter. Ja, man glaubt es kaum, aber ihr seht ja selbst, fast wie ein Murmeltier. Waschbär, bitte. Bei uns gibt's keine Murmeltiere mehr. Die texanische Klapperschlange killt sie alle. Müsst ihr wissen, you know. Schon schloss Bullfinger wieder die Augen und gab wieder den Schläfrigen. Spielte der Amerikaner etwa nur den Betrunkenen, um jene alte List anzuwenden, die sinngemäß lautet: Lulle deinen Gegner lange genug mit Verstellung ein. Und er zeigt, wie er in Wahrheit über dich denkt. Man darf nicht den Fehler machen, die amerikanische Regierung mit dem amerikanischen Volk zu verwechseln, meldete Wladimir sich zu Wort. Was Regierungen für einen Stillstand bedeuten können, das sieht man ja in Russland aus der Zeit, wo bei uns damals für eine gar nicht so kurze Periode Kreis auf Kreis im Politbüro als Staatschef der Sowjetunion folgte, nur um kurz danach den Gang in die sowjetische Ewigkeit anzutreten. Was Regierungen dauerhaft für Massenmörder und Großverbrecher als sogenannte Staatschefs einschleusen, das sieht man bei Mütterchen Russland an Matjoschkas wie Lenin und Stalin. In Asien am großen Vorsitzenden Mao, heute noch preist eine Vielzahl unaufgeklärter Chinesen Mao als großen Führer. Daran erkennt man, wie erfolgreich staatlich geregelte Volksverdummung und Manipulation des Volkes sein können. Und natürlich bemerkte man es einst auch in Paulsland, an dem stets sorgfältig gescheiterten
und überaus korrekt gekleideten Braunauer, weshalb unsere Führung einst den großen Vaterländischen Krieg auszurufen gezwungen war. Aber ich wiederhole, man darf nicht vergessen, Amerika ist nicht die amerikanische Regierung. Unabhängig davon, ob Kapitalismus das wahre und gerechte System ist oder nicht, was man gesondert besprechen müsste, was ist gerade für uns jahrzehntelang eingeschlossene Russen, was ist Amerika, trotz aller Probleme, nicht für ein tolles, faszinierendes Land, welch ein umwerfend interessanter und unerschöpflicher Schmelztiegel ist doch dieses Amerika, welch ein ausbundern teils fantastisch guter Musik, Literatur und Filmkultur. Exzellente Meisterwerke auf Meisterwerke wären zu nennen, gerade aus den 30ern, 40ern, die 70% weniger Gutes heutzutage überspringen wir. Amerika ist keineswegs nur Busch auf Busch belagert oder von Büschen zugewuchert. Amerika besteht ebenso aus all denjenigen, oder wird es wieder sein, die es verstehen, Buschmänner in den südlichen Dschungelbelt zurückzujagen, dort wo sie hingehören. Die es vermögen, die Buschranken aus- und abzureißen, diese zu Kleinholz, was sie immer waren, zu verhäckseln. So denke ich, zumindest als Russe, darüber. Samantha hatte bei jedem dritten Satz des Russen mit dem Kopf genickt, in Wahrheit aber nur die Hälfte davon mitbekommen. Sie, genau wie Olgow, fand Spaß daran, den anscheinend schlummernden Pit Bullfinger Crown ständig zu beobachten. Beide wollten herausfinden, simuliert der Amerikaner nur seine Müdigkeit oder ist sie echt? Atsuko Moyashi löste endlich ihren Halblotussitz, ließ beide Beine nacheinander zur Entspannung etwas vom Sofa gleiten und pendelte damit langsam hin und her. Eine von der Japanerin selten ausgehende Ungeduld führte, nachdem sie die Beine zum Schneidersitz verschränkte, bei ihr zu folgender Frage. Du hast uns vorhin sehr schön, was künstlerischer Erfolg ist, erklärt, Paul. Wie sehen nun aber deiner Meinung nach kommerzieller bzw. materieller Erfolg aus? Der Schriftsteller brauchte hierbei nicht lange zu überlegen. Dennoch dachte er einen Moment nach, womit er anfing, denn solch Frage verdiente eine ausführlichere Antwort. Mir fällt zunächst dazu ein Bonmot ein, begann Paul Klint. Wenn es Kunst ist, sagte Arnold Schönberg, dann ist es nicht für alle. Und wenn es für alle ist, dann ist es nicht Kunst. Oder mit anderen Worten, es wird für einen Künstler immer schwieriger, als gut anerkannt zu werden und gleichzeitig populär zu sein. Man muss sich klar machen, die Aufgabe des Künstlers ist ebenso wichtig wie die des Wissenschaftlers. Denn große Kunst schult die Vorstellungskraft, führt zu neuen Einsichten in die Natur des Menschen und der gesellschaftlichen Beziehungen. Man denke nur an Joseph Beuys oder an die Werke von Dostojewski, an Goethe und Hermann Hesse. Und große Kunst gibt Leitlinien bei der Wahl von Zielen und Sehnsüchten.
das in fast keinem anderen Gebiet des Menschendaseins größere Ungerechtigkeiten bezüglich materiellen Erfolges und materieller Entlohnung auftreten als auf dem Gebiet der Kunst, möchte ich später an zwei oder drei Beispielen euch allen in der Runde hier erläutern. Dazu fällt mir ein gewisser Text ein, den ich in abgekürzter und kopierter Fassung immer bei mir trage. Wartet, ich muss ihn suchen. Wo ist er denn? Clint war aufgestanden und entnahm seiner Brieftasche einen sorgsam zusammengelegten Text, den er nun aufzufalten begann. Als sehr Wichtiges versuchte der Deutsche stets, am Mann zu tragen. Schließlich nahm der Deutsche wieder Platz. Er breitete jetzt den Text auf seinen Knien aus. Es fiel auf, wie eng beschrieben der Zeilenabstand und wie kleingedruckt alles war. Da habe ich ihn nun. Der wichtige Text, den ihr gleich hören werdet, bildet ein authentisches Beispiel, wie hart und steinig der Weg zu materiellem Erfolg sein kann. Diese Zeilen hat ein Künstler verfasst, ein Maler, um genau zu sein, dessen Name nichts zur Sache tut. Personalien wird nur ablenken und den Text seiner universellen Einzigartigkeit berauben. Jener Maler beschreibt den Zustand seines Verkanntwerdens nun wie folgt. Clint machte noch eine kleine Pause, hob dann das Schriftstück etwas näher zu sich heran und er begann zu lesen. Dergleichen ist für manchen Maler etwas Unerträgliches. Man will ehrlich sein, man ist es. Man arbeitet so schwer wie ein Lastträger, trotzdem kommt man zu kurz, muss die Arbeit aufgeben, sieht keine Möglichkeit, sie durchzuführen, wenn man nicht mehr dran wendet, als man dafür zurückerhalten wird. Es stellt sich ein Gefühl von Schuld, von Pflichtverletzung ein, von nicht eingehaltenen Versprechungen. Man ist nicht so ehrlich, wie man sein würde, wenn die Arbeit mit angemessenem und vernünftigem Preis bezahlt würde. Man scheut sich, Freundschaften zu schließen. Man hat Furcht, sich zu bewegen. Man möchte, wie früher die Aussätzigen, den Menschen schon von Weitem zurufen, kommt mir nicht so nah, denn der Umgang mit mir verursacht Kummer und Schaden. Und mit dieser Lawine von Sorge auf dem Herzen muss man nun an die Arbeit, muss mit ruhiger Alltagsmiene, ohne mit der Wimper zu zucken, im täglichen Leben seinen Gang tun. Sich mit Modellen herumschlagen, mit dem Mann, der die Hausmiete abholt. Man muss kaltblütig die eine Hand am Ruder halten, um die Arbeit fortzusetzen, und muss mit der anderen Hand dafür sorgen, dass man anderen keinen Schaden tut. Und dann kommen Stürme, man weiß nicht mehr, was tun, und hat das Gefühl, man werde jeden Augenblick auf eine Klippe gestoßen. Man kann sich nicht präsentieren als jemand, der anderen von Nutzen sein kann oder der eine Sache im Kopf hat, die für sich spricht. Nein, es ist im Gegenteil vorauszusehen, dass alles auf ein Defizit hinausläuft. Und dennoch, man fühlt eine Kraft in sich brausen, hat ein Werk zu vollbringen, und es muss vollbracht werden. Clint
faltete den Text zusammen, verstaute ihn und betrachtete jeden Einzelnen in der Runde. Alle hatten seinen Worten gespannt zugehört. Selbst der Amerikaner schien kurzfristig wieder erwacht. Es hob eine kurze Diskussion darüber an, wie treffend der Text sei und wer denn jener Maler war. Letzteres wurde auch jetzt nicht bekannt. Schließlich setzte Clint seine Ausführung zur Bestimmung materiellen Erfolges fort. Ich denke, ihr habt aus dem Text eben herausgehört, wie wichtig und unverzichtbar eine materielle Grundabsicherung inklusive Regelmäßigkeit der Einkünfte idealerweise für den Künstler oder für die Künstlerin ist. Inwieweit große Kunst zu Zeiten auch aus gegenteiligem, aus materieller Not und Unsicherheit heraus geboren wird, soll hier jetzt ohne Beachtung bleiben. Dieser Umstand würde nämlich eine eigene Betrachtung erfordern. Aber dazu fehlt uns jetzt die Zeit, nicht wahr? Keinesfalls sollte man als Künstler den Fehler begehen, auf solche neidisch zu sein, die mit ihrer Kunst materiellen Erfolg erzielen, ein sehr kleines Häuflein überdies. Ob dieser Erfolg künstlerisch gerechtfertigt ist, möge durch eigene Urteilskraft, Geschmack und Kenntnis jeder für sich selbst entscheiden. Ahnt man eigentlich die Senken und Täler, die jeder Künstler durchlaufen muss, ehe etwaiger Erfolg sich einstellt? Bei uns in Deutschland ergibt solches eine fast unglaubliche, aber dennoch wahre Zahl. Nur ca. 3% und dem stehen 97% Unvermögende gegenüber. Nur 3% also können bei uns von den Erträgen ihrer Kunst leben und existieren. Ist solches nicht eine schreckliche Bilanz? Gönnen wir also den Erfolgreichen aufrichtig ihren Erfolg. Wir wissen nicht, welch Strapazen sie dafür erlitten haben oder noch weiter erleiden, beziehungsweise welch glückliche Beziehungs- und Vermarktungswege oder Abhängigkeitsverhältnisse sich denen auftaten. Andererseits, ein berühmter Zeitgenosse, Mitbegründer des Club of Rome und Professor, stellte Folgendes fest. Er sagte nämlich: Kunst im Dienste der Politik ist ebenso unbefriedigend wie Kunst im Dienste des Profits. Unbefriedigend, nun gut, mag sein. Wer aber Letzteres befolgt, erhält ein kleines Problem. Nämlich, wenn er in Verlegenheit kommt, die nächste Rechnung nicht bezahlen zu können. Jeder von euch kennt doch sicherlich die Fälle guter, aber notleidender Künstler, die im Alter nichts außer ihren Fingerspitzen quasi als Spatelköpfe zu essen haben. Gott sei Dank existiert in manchen Ländern mittlerweile eine Art Künstlersozialversicherung. Nur leider gilt, Künstler haben mit Versicherungs- und Bürokratensachen nur wenig am Hut, alles viel zu umständlich. Falls sie sich einen Hut überhaupt leisten können. Allgemein kurzes Lachen erklang in der Runde. Clint fragte sich, warum. So gut war sein Witz auch wieder nicht. Atsuko Moyashi war dafür aufgesprungen
und hatte eine filmreiche Pantomime à la Chaplin hingelegt, indem sie nach einem imaginären Hut griff, ihn abzusetzen versuchte, aber es war ganz und gar kein Hut da. Die Japanerin setzte sich wieder, verbeugte sich kurz und sprach schließlich in ernstem Ton. Wir in Japan haben leider sehr großen Gruppenzwang, auch für lange Zeit denselben Kunstgeschmack, Holzschnitze, Tuschzeichnung, Rollbilder, keine Kunstöffnung zum Westen hin, leider. Westliches war lange sein bei uns verpönt, man ist lange nicht achten bei uns. Deshalb hatten es Künstler bei uns in Japan schwer, falls sie nicht zu Kaiserhof, Shogun oder Fürst gehörten, ihr eigenes Auskommen zu finden. Insofern die Künstler nicht Samurai waren oder sonst wie als anerkannt galten. Ich kenne in Japan viele Fälle von künstlerisch sehr guten und hochwertigen Künstlern, die aber leider ohne ausreichenden materiellen Erfolg sind. Hart sein das und ungerecht. Unser Land abgeschottet sein mehrere hundert Jahre, erst mit Japans Öffnung während der industriellen Revolution wandelt sich auch in der Kunst vieles zum Besseren. Ich dies wissen, denn ich auch male und zeichne, aber als Hobby. Bei uns in Japan immer noch sehr, sehr hohe Arbeitszeit, sehr, sehr viel Scheidung, auch Harakiri und Seppuku. Dafür aber weniger Gruppenzwang als früher, sehr hohes Alter und endlich Hinwendung Japans und Öffnung für westliche Kunst. Begeisterung und großes Interesse für Van Gogh, Monet, Renoir, Manet und für andere Maler und auch Interesse an der Avantgarde, das ist gut so